Thomas kommt zu dir. Ja, dann sehe ich. Dann jeder begrüßt dich so, weißt, jeder kommt so, hey, yo, Stefan, Bruder und so, bla bla. Dann sagt Thomas irgendwann so, hey, warum kennen die dich alle denn? Du, ja, mich kennt jeder. Jeder kennt Ist so. mich. Und dann, ja, pass auf, und dann sagte Thomas, nee, Mann, Barack Obama kennst du nicht. Dann sagst du, ja doch, Bruder und so, best friends. Dann sagt Thomas, ja, okay, aber den Papst kennst du nicht. Dann du so, doch, Bruder, beweise ich dir. Fahrt ihr zusammen Vatikan runter, ja. Du gehst hin, so machst die Tür auf, so geh mal weg. Kommst natürlich durch, weil du alle kennst, so Bruder Jack und so. Dann stehst du vom Büro vom Papst so, dann macht er die Tür auf, kommt der Bodyguard raus. Sagt der, Thomas darf nicht rein, du schon. Dann sagst du, ja, der glaubt mir nicht, dass ich Papst, dass ich meinen Francis kenne, ja. Dann, so, dann sagt er, ja, okay, der hält gleich eine Rede, du kannst gleich mit auf seinen Balkon gehen. Der Thomas muss halt unten warten. So, Thomas geht runter, du gehst rein, machst du privaten Brudi-Check, ja. Dann gehst du halt so rein, so, geht auf Balkon, winkst du Thomas so nach unten, siehst du, wie Thomas auf dem Boden liegt, so rollend auf dem Rücken und hält sich im Bauch, weil er nicht mehr kann, so. Dann sagst du, hey, Francis, ich geh mal kurz nach Thomas schauen. Gehst du runter, fragst du Thomas, Thomas, ist alles okay bei dir? Was los? Und dann steht Thomas auf, sagt lachend, da wackelt gerade so ein kleiner fetter Chinese bei mir, der hat gefragt, wer der Typ neben Thomas ist. Er neben Stefan ist. Versaut. Ja, Ja, aber der war gut. der Versprecher war gut. Ach schon, Alter. Ich dachte, ich wollte gerade eigentlich. Ja, dann gehe ich auch ins Bett. Gute Nacht.